Zwei Untersuchungsberichte haben in diesen Tagen ein Schlaglicht auf die griechische Flüchtlingspolitik geworfen. Das Ergebnis mit einem Wort: erbärmlich. Der erste Bericht, ein Deutscher, ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Flüchtlinge, insbesondere Kinder, menschenunwürdig behandelt werden. Sie sind schlichtweg obdachlos. Der zweite Bericht, ein europäischer, hat festgestellt, dass Griechenland nicht die geringsten Anstrengungen unternimmt, um die Außengrenze Europas zu schützen und Einreisende effektiv zu kontrollieren. Das soll ja nun die Türkei für viel Geld übernehmen. Was besagen diese beiden Berichte? Griechenland lässt Flüchtlinge ungebremst einreisen und tut an, durch schlechte Behandlung alles, um sie schnellstens wieder loszuwerden. Mir kommt dabei der griechische Verteidigungsminister Panos Kamenos in den Sinn, der Deutschland vor einem Jahr mit einer Flüchtlingswelle gedroht hatte. Der Rechtspopulist in einer linken Regierung hatte damals gesagt, wenn Deutschland Griechenland einen Schlag versetze, würden die Flüchtlinge Papiere erhalten und nach Berlin gehen. Damals wurde heftig um die deutschen Sparauflagen für Griechenland gestritten. Und genau so, wie er gedroht hatte, ist es ja nun auch gekommen. Griechenland kann seine Grenzen nicht schützen, insbesondere vor den Inseln Lesbos und Kos, die ganz dicht vor der türkischen Grenze liegen. Das ist ein Witz. Kamenos befehligt eine Marine mit etwa 100 Schiffen. Die deutsche Marine hat nur halb so viele. Diese irrwitzige Armada ist immer vorgehalten worden für einen möglichen Krieg gegen den NATO-Partner Türkei. Heute ist davon vor den griechischen Inseln nichts zu sehen. Das ist die Rache Griechenlands an Deutschland.